fangs that go bump in the night. What the? Jesus! Me. Jerk. Sandy. Okay. Shrunken head, broken legs, body parts on the concrete. Cut them up, butcher style gators in the swamp. Red light, leave them dead, running like a track meet. Scared of nobody. You know who I am? You have any idea who you're talking to? Or maybe you saw me in the playoffs. I played for the fucking goddamn champions. Cooking meat cannibal, trying to eat. I got a zombie army, and you can't harm me. Hey, watch it. You voodoo, bitch. Drink blood like a vampire without warning. Who do you voodoo, bitch? Stand up. Sam B got the thing that go bump in the night. Whoa. Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you voodoo, bitch? Let's go. Sam B the Papa Shango, I'm Baron Samedi. Handful of fingertips, toss them up like confetti. Stay full of corpse bitches, I'm a pimp of the dead. Come fuck with a another zombie, drunk put a stake in your head. Look, you want ghouls, I got fucking stupid. Get. Maybe everybody dies, I'll see your ass real soon. Crack bones to the mirror, hot sauce, and they suck it. Now my juju ain't nothing to fuck. Sir, looks like you've had enough. What's your room number? I'll make sure you get there safe and sound. That go bump in the night. Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you voodoo, bitch? Let's go! Excuse me, lady. Are you okay? Can you hear me? What are you doing, sir? This is the woman's restroom. I got a zombie on Sandy. You can't harm me. Who do you voodoo, bitch? Excuse me, sir. Are you okay? Who do you voodoo, bitch? Arms off of my bare hand. Who do you voodoo, bitch? Yeah. Smacking my ass. Who do you voodoo, bitch? Ja, und damit herzlich willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute die Definitiv-Edition von Dead Island. Ist schon ein bisschen älter, das Spiel tatsächlich irgendwie, aber es wird Zeit. Es wird Zeit, das, was ich auf den Kanal bringe. Let's do it! So, und wir beginnen ein neues Spiel. Wundert euch bitte nicht, ich habe auf dem Profil schon mal ein bisschen gespielt, sogar mit Benny zusammen. Und wenn jetzt irgendwelche Achievements aufploppen, irgendwie wundert euch nicht, dass da schon 300 von 500 steht oder irgendeine Scheiße. Na, so, jetzt sind wir erstmal im Charaktermenü. Wir können uns jetzt erstmal auswählen, wen wir durch dieses wunderbare Strandabenteuer steuern wollen, und zwar Logan. Mit Logan hatte ich damals tatsächlich, ich habe das Spiel schon auf der PlayStation 3 damals, ich weiß gar nicht, 2010 oder ich weiß gar nicht, was rauskam, mal gespielt, hat sehr viel Spaß gemacht. Dieses Mal würde ich mich sehr gerne für einen anderen Charakter entscheiden. Pona ist ja bekannt für Feuerwaffen, also ist Feuerwaffenexpertin, kann also extrem gut mit Feuerwaffen umgehen, im Gegensatz zu den anderen Charakteren. Ich würde tatsächlich diesmal Xian. Ich hoffe, es wird so ausgesprochen. Ja? Keine Ahnung. Die Expertin für scharfe Waffen ist. Wählen wollen. Na, da hätte ich Bock drauf. Sieht auch so ein bisschen aus wie Ada Wong. So, wir hätten noch Sam B. Ich glaube, Benny hatte sich damals, als wir zusammen angefangen haben, das mal zusammen zu spielen. Das waren jetzt ziemlich viele Zusammens in einem Satz. Der hatte sich für Sammy B entschieden. Der ist tatsächlich Experte für stumpfe Waffen. Das ist tatsächlich eher so der grobe Hammer aus der Werkzeugkiste. Ja, ist nicht ganz so mein Playstyle. Von daher werde ich mich für Jan entscheiden. Und wir wählen. My father was a very great man. A chief inspector for the Hong Kong police. Even though he died when I was 10, I remember him very well. He was killed by an enforcer for the Wo Xing Wo Triad. And I told myself then that I would follow in his footsteps and honor his memory. He taught me martial arts, and I continued to practice after he was gone. After finishing at the top of my university class, I joined the Hong Kong police and was chosen as part of the first all-female anti-organized crime squad. I worked hard. I did my best. But the men in charge never intended to put us on the front lines. They didn't train us the way they promised they would. They didn't believe any of us women were up to the task. We were only for show. Instead, my superiors sent me here, to this resort, to this front desk, to be an informer, to spy on wealthy Westerners. My father would not be proud of me. This work dishonors his memory. But I will do as they ask.
for I am a patriot. But I know I am capable of much, much more. I just need the opportunity to prove myself. Na dann, let's start a new game. So, ist bereits abgeschlossen. Möchten Sie ihn nochmal spielen? Die Prolog wollen wir? Ja, wir wollen eigentlich, ja, wir wollen ihn spielen. Wir wollen das ganze Ding von vorne haben. So, hier werden wir wahrscheinlich jetzt nochmal ein bisschen kurz in die Steuerung nochmal eingewiesen. Und ich finde es trotzdem ziemlich cool gemacht. Es ist halt, letztendlich wird es ein Tutorial sein. Chaos Ouvertüre. So, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr toll gemacht für ein Tutorial. Das Hotelzimmer ist wirklich à la Bonheur, möchte ich sagen. Also, man müsste mal gucken, wie die Aussicht tatsächlich ist. Ich wundere mich gerade, was hier alle so für Baupläne aufploppen. Ganz kurz mal in das Menü schauen. Quest, okay, Chaos Ouvertüre. Ja, verlasse deine Suite. Das ist das Erste, was wir machen müssen. Fähigkeiten. Okay, hier haben wir den Skilltree. Und bei Spieler, das ist erstmal nicht so wichtig, weil wir wollen es ja tatsächlich im Singleplayer spielen. Okay, gut. Mit F, dann schauen wir nochmal raus. Hallo? This is Hotel Emergency Broadcast System. Broadcast System. Oh je. Ah ja, irgendwie. Falls ihr euch erinnert, ich weiß nicht, wie wir es machen werden, irgendwie das Intro. Es gab einen Trailer damals für Dead Island. Großartig. Das sind die beiden Charaktere aus diesem Trailer. So, Reiniger. Okay, wir können eine Menge Sachen einsammeln und looten und brauchen diese auch für als Baumaterialien tatsächlich für unsere Waffen. Ich weiß nicht, ein paar von euch oder wahrscheinlich ein großer Teil von euch wird das Spiel schon kennen, weil es ist halt auch nicht mehr das Jüngste. Es hat jetzt nochmal ein schönes Makeover bekommen.
durch die Definitive Edition. Meine Fassi ist auch, der sieht ja aus, der sieht ja aus. Und es sieht großartig aus. So, und deswegen werden wir natürlich auch halt auch looten, wie die Ochsen hier irgendwie. Weil hier ist ganz viel Geld versteckt und kleine Sachen halt, wie gesagt, was wir alles eben brauchen. So, wir schauen mal. Okay, wir klicken uns durch. So, die Karte sagt uns, wie wir laufen sollen. Das ist auch sehr komfortabel. So, hier haben wir ein bisschen Cash, 13 Dollar, da ist nicht mehr viel da. Endlich auch mal ein schönes Horrorspiel, wo die Klos halt nicht aussehen wie zertrümmerte. Versteht zwar nicht, warum da Ketchup steht, aber komm, wer bedingt das? Ich Sachen hinterfrage hier in solchen Spielen. So, zack. So, jetzt schauen wir mal. Bäm, mit einmal durch. Alles klar, das müssen wir so ein bisschen gut timen mit der Maus. Gelingt mir tatsächlich äußerst selten. Äußerst, äußerst selten. So, okay. Haben wir eine... Ja, wir haben eine Taschenlampe. Okay, Taschenlampe ist leider auf Batterie, deswegen kann ich sie nicht lange anlassen. Weil man findet natürlich nicht so viele Batterien. Oh. Lass mir jetzt einen Koffer hier plündern hier. Was ich tatsächlich sehr an diesem Spiel mag, ist der Flair, den es verbreitet. Ne? Also wir sind halt tatsächlich in so einem wunderschönen Strandresort und es sieht unglaublich toll aus. Es sieht unglaublich toll aus. Ich wäre so gerne, wie wahrscheinlich ihr auch alle, gerne dort. Wir haben es jetzt, als ich es aufnehme, es ist Februar und es ist ein verregneter Februar irgendwie, in der es irgendwie ist kalt. Und man will eigentlich nur irgendwo hin, wo es warm und schön ist irgendwie und ja. Oha, okay. Aber ey, hey Leute, schaut euch das an. Schaut euch das an. Ach, großartig. Ich wäre so gerne da. Ich wäre so gerne da. So, okay. Schnell alle abgeplündert hier. So. Du kannst tatsächlich so machen, irgendwie. Also, ich hatte erst überlegt, okay, wie wollen wir es eventuell machen? Wie wollen wir das Let's Play hierfür gestalten? Wollen wir es einen Cut machen? Oder machen wir es wirklich sehr hart gecuttet irgendwie? Ich denke, es wird nachher eine Mischung sein. Am Anfang wird es halt relativ fast ein bisschen uncut sein. Und nachher, wenn wir, weil wir extrem viel Backseat, nicht Backseat Gaming, weil wir extrem viel Backtracking haben, werde ich wahrscheinlich Wege, die wir öfters mal laufen müssen, einfach wegschneiden, irgendwie, damit es für euch weiterhin ein bisschen interessant und abwechslungsreich bleibt. Und mal schauen, wie es wird. Mal schauen, wie es wird. So, warte mal, hier vorne, warte mal, hier. Können wir hier noch rein? Okay, wir suchen die Fahrstuhllobby. Na gut, alles klar. So, die war ja hier, haben wir. So, und wir müssen jetzt hier durch die Fahrstuhlkabine durch. Nach oben, nach unten. What is the way? Okay, wir müssen nach unten. Na, und mit F können wir bestätigen. Zack. Und hinein mit uns. Na los, musst du wohl? Dankeschön. Glück im Unglück, würde ich sagen. Feeling alright, mate? The shakes? Fever? Chills? Good. I'll introduce myself later. Right now, we gotta kick the hell out of there. Do exactly as I say, okay? You're gonna have to trust me. Ja, ungern. First, you need to get a hold of a weapon. Search in the maintenance storage room by the end of the corridor. I would move if I were you. Now. Okay. Folge den Hinweisen der Stimme. Das können wir tun. Good. Good. So, wie gesagt, ich packe am Anfang hier erstmal alles ein, irgendwie ohne da großartig drauf einzugehen. Das meiste ist tatsächlich Geld, was wir finden. Aber wir finden halt natürlich auch einzelne Bauteile oder so, die halt mal
selten oder mal nicht selten sind. Irgendwie, von daher werde ich da jetzt nicht so viel erstmal am Anfang zu sagen. Irgendwie, während wir natürlich die Waffen uns craften, werde ich da ein bisschen mehr drauf eingehen. Ansonsten redet mir den Mund vor sich hier bei jeder Tasche, die ich öffne. So, okay. Das Hotel an sich sieht doch ziemlich cool aus, muss ich sagen. So hat natürlich alles so diesen klassischen... Klar, halt, Untote sind halt nicht so fancy, aber es hat alles so diesen klassischen Hawaii-Stil, bin ich der Meinung. Okay. Oh, okay, sie kommen. Oh, ja, 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 ja. Doctor, not a bloody executioner. Sweet Mary Mother. Alter, entspann dich mal, Kumpel. Okay, wir sind gerettet worden. Wir haben es anscheinend nicht geschafft, aber wir sind gerettet worden. So, was haben wir hier? Hier haben wir einen Fakt. So, bei Neu Herald Abschnitt 1. Ich. Oh je, Alter, wir sind hier richtig gerade under pressure. Under pressure, würde Benny sagen. Die wollen hier rennen. Die wollen hier alle rennen. Ich hab keine Ahnung. Okay. Hilf dem Rettungsschwimmer, die Zombies loszuwerden. Ja, wo denn? So, hier vorne oder wo? Na, warte nur, der Ede sagt, ich soll oder der andere jetzt nicht. Oder was? Entscheidet euch doch mal. Nee, ich hab nichts. Dann nehme ich mir... Ja, dann wird's das Paddel. Alright, this is fucking crazy. Ja, on three. I know. One, two, fuck it, three! Ja, das läuft... Das läuft ja super! Ne Penner, da habt ihr's! Und da! Und hier! Da bitte! Attacke! Lasst ihn in Ruhe! Lasst ihn in Ruhe! Los, ihr Tiere! So, ich nehme das mal mit. Zack, so, du kannst den aber auf... also wirklich. So, Cinnamon. Na? Oh, er ist tatsächlich ein sehr, sehr cooler Charakter mit einer richtig krassen Stimme. The last one? Okay then. Thanks, mates. Are you there? Hello? Can you hear me? Shit. Hello? We were just attacked. Listen, your friend from the hotel's awake. You're right about him being immune to this thing. If it wasn't for him, we wouldn't have made it. Maybe now we can hold out until help arrives. There is no help. This thing can't be stopped. I saw how it took my wife. You need to get out of there, and I can help you. I can arrange for transportation. By air, by sea, but first you need to get here. To me. I have many sick and injured here, mate. They're crazy with fear. Tell me where you are. Where are you? You there, mate? Hello? Hello? Oh, God damn it. We didn't think you were gonna make it.
No thanks to you. Okay. Krass. Du hast den Prolog abgeschlossen und kannst nun Koop-Spielen beitreten. Okay, das ist mir Latte. Das wollen wir nicht. So, ich. Ja, bestätigen. Dankeschön. Und fortfahren. I found you. You beat up pretty bad. Oh, der Typ hat so eine krasse Stimme, Alter. So, Cinnamoy, grüß dich. Name's erzähl mir was. Cinnamoy, the head lifeguard here. The voice on the radio told me you were in trouble at the hotel. Said you were resistant to whatever this is. I didn't believe it. But then I found you and I saw the bite marks. You got no symptoms, but those aren't love bites, are they? Look, I don't know who you are or how you know that guy on the radio. But he's our only connection with the outside world. We keep losing the bloody signal. We have a monsoon coming. So here's the thing. We need to move everybody to the main lifeguard station. There's an ambulance there and more equipment and a stronger radio with an antenna. I hate to ask, but we can't do this without you. Will you help me? Na, aber natürlich würde ich dir helfen. Ich tue alles für euch. Ist doch gar kein Problem. Yes. Vielleicht später. Good. First off, we need an access card to get past the security gate. Mine's in my room. With all the commotion, I forgot to take it with. It's in bungalow 11, by the pools. Take a weapon and watch yourself. You may be immune, but that don't mean you can't die. Okay, alles klar. Also die Magnetkarte müssen wir holen aus seinem Bungalow. So, jetzt haben wir natürlich noch andere Leute, mit denen wir hier sprechen können, die werden uns auf der Karte so als Ausrufezeichen angezeigt. Und das tun wir auch gleich. So, Steven! Was hast du zu sagen? Ich sollte hier mit Cinnamoy bleiben. Ich sollte Maggie und mit James und den anderen hören. Er hat wahrscheinlich einen Weg auf die Insel bei now. Ja, ich weiß nicht, ob das hier besser ist. Du. Wenn du da bist und Maggie und die anderen siehst, könntest du mir sagen, wo sie sind? Kann ich machen, aber ich würde es. Also, ich nehme sie mal an. Die Quest. Ich würde aber erstmal auf die von Cinnamoy umswitchen. I mean, you know, where the hell else am I gonna go? So, okay. Wir können unsere Energie wieder auffüllen mit Energy Drinks und Snacks. Also wir können uns halt tierisch ungesund hier wieder hochpushen. Ich guck mal ganz kurz in das Menü bezüglich der Fähigkeiten. Mal, wir haben einen Levelpunkt gemacht. Und so, hier ist unser Skill-Tree irgendwie. Wir können bei allen Sachen, die wir anklicken, können wir, glaube ich, immer drei Sachen anklicken. Also wir können Raserei, dieses Ding können wir dreimal anklicken. Bin ich der Meinung? Nee, ab hier geht's los. Ab hier geht's los, entschuldigt bitte. Da sieht man, ne? 33%, 66% und 99% zum Beispiel. So, Kampf. Scharfe Waffen sind nun effizienter und effektiver. Die Waffen, die wir uns bauen, halten halt nicht ewig, ne? Die gehen durch Benutzung kaputt. Und wir können durch verschiedene Sachen in den Skilltrees einstellen, dass sie länger halten, dass sie halt effektiver sind, die Zitrapipapo. Und so müssen wir uns irgendwie hier zusammenpuzzeln irgendwie. Medikits sind 25% effektiver. Ich würde tatsächlich sagen, dass erstmal scharfe Waffen effizienter sind. Erstmal brauche ich ein bisschen mehr Damage, damit ich die Leute halt ein bisschen schneller runterkriege. So, okay. Das wählen wir mal. So, scharfe Waffen sind nun effizienter und effektiver. Schaden mit scharfen Waffen plus 5%. Ausdauerkosten bei scharfen Waffen minus 10%. Das ist auch ganz gut, weil Ausdauer geht uns sehr schnell aus. Chancen einen kritischen Treffer mit scharfen Waffen plus 1%. Das ist faktisch nichts irgendwie. Präzise Kopftreffer verursachen plus 5% Schaden. Okay, das ist das Erste, was wir nehmen. Okay. So, und damit schaltet man natürlich alle unterliegenden Optionen des Skilltrees frei. So, Hustinette. So, jetzt ist auch das Paddel, was ich hier in der Hand habe, jetzt nicht wirklich eine schöne scharfe Waffe. Also ich muss halt gucken, dass ich irgendwie ein Messer oder irgendwas zusammensuche. So, wir wollen, warte mal, ich gehe nochmal kurz auf Quests, weil ich will ja natürlich die Quest von Cinnamoy aktiv haben. Doppelklick, Doppelklick. Dankeschön. So. So, dann gehen wir mal raus. Also, wie gesagt, denkt euch mal die Toten weg irgendwie. Aber es ist wirklich sehr, sehr schön hier. Es ist sehr, sehr schön. Okay. So, und auch hier finden wir halt en masse irgendwelche... Entschuldigt bitte. Bestätigung auf F finde ich immer ein bisschen befremdlich. Wir finden hier natürlich en masse Koffer und Taschen, die wir halt looten können und auch müssen. Ja, ganz klar, wir brauchen viel Geld für die Ausbauten der Sachen und wir brauchen natürlich halt auch andere Sachen, die wir in diesen Taschen finden. Aber da kommen wir noch zu.
So, Nagelbrett. Das hat schon mal ein bisschen mehr Damage. Besenstiel, 22. So, am Anfang können wir tatsächlich nur zwei Slots belegen. Und ihr seht, dort oben in der Ecke seht ihr... Nee, warte mal, müsste jetzt wirklich gespiegelt sein. Also dort oben in der Ecke, glaube ich, bei dem Paddel seht ihr eine Skala. Ja, und die ist schon tatsächlich ziemlich weit runter, fast bis zur Hälfte. Das heißt, das olle Paddel geht bald kaputt. Wir könnten es jetzt reparieren, aber das wäre Quatsch, ne? Weil wir finden natürlich halt hier sehr, sehr viele Sachen. Und dann nehmen wir uns einfach ein neues Paddel. So ein Paddel ist aber auch natürlich so ein bisschen nicht so der geilste Stuff irgendwie, von daher. So, 26 ist, glaube ich, gerade das Beste. Muss mal kurz gucken, wie ich das jetzt mache. Ausrüsten, bitte. Da, da. Dankeschön. So ein Nagelbrett ist natürlich aber auch schon eine Ausnummer, ey. So, okay. Gut, wir können natürlich... Energy Drink. Wir können jetzt einfach dem Wegpunkt folgen, was wir auch eigentlich, glaube ich, mal machen. Am Anfang ist das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Nachher haben wir noch ein bisschen die Möglichkeit, uns etwas freier zu bewegen. Let's open this up. So, wie viel Mülleimer man hier wirklich durchsuchen muss. Es ist wirklich, es ist keine Würde. Es, ja, wie sagt man, es ist kein würdeloses oder würdevolles Tun. Hallo, mein Großer. So. Bam. Tot? Tot. Sehr schön. Das nehmen wir alles mit. So, da oben links sehen wir jetzt quasi unsere Lebensanzeige und unsere Ausdaueranzeige. Die natürlich sehr schnell... das Gelbe ist die Ausdaueranzeige. Seht ihr, wie schnell die alle ist, ne? Also, geht ratzefatze. So. Oh. Und am besten, man haut die schon irgendwie so ein bisschen weg, nachdem sie sich noch nicht so richtig bewegen können. Oder am Aufstehen sind oder sonst irgendetwas. So, okay, gut. Gehen wir mal weiter. So, man kann jetzt versuchen, hier auch vorbeizuschleichen, aber tatsächlich, die Zombies registrieren dich definitiv, egal wie leise oder du dich hier halt lang bewegst. Ja, also... Am besten also schnell alle machen. Oder einfach weiterrennen. Ja, nicht groß kämpfen. Weil sie verfolgen dich, glaube ich, nur bis zu einem gewissen Punkt. Und dann lassen sie irgendwann halt von dir ab. So. Ah, die Waffe ist kaputt. Okay, alles klar. Dann müssen wir jetzt, haben wir jetzt den Trumpfer. Nächste Option. So, ich gucke mich natürlich aber auch immer gerne ein bisschen um. Ja, weil man natürlich auch hier schöne Sachen findet. So, was haben wir denn da? Hier können wir uns wieder durchbrechen durch die Tür. Okay, eine Menge Energy Drinks können wir hier mitnehmen. Können wir uns auch von der Seite durchprügeln? Nee, können wir nicht. So, meistens ist in solchen Bars immer ein bisschen was Cooles drin. Deswegen würde ich es mal probieren. Ah, Glück gehabt. Gut durchgekommen. So, was haben wir da? Wir haben Energy Drinks, was uns erstmal nicht viel bringt, weil wir haben volles Leben. Ja, okay, das haben wir noch nicht freigeschaltet. Irgendwie hier brauchen wir Dietrich der Stufe 1, um die zu öffnen. Haben wir noch nicht. Nahrungsmittelkonserve. Die nehmen wir mit. Die ist ganz gut. So, es ist, in dem Spiel müssen wir weder essen noch trinken tatsächlich. Das sei denn, wir müssen damit Leben auffüllen. Also, von daher sind so Sachen wie Lebensmittelkonserven natürlich so eher Items, die du von NPCs als Questgegenstand gestellt bekommst. Gib mir so und so viel Nahrungsmittel und du bekommst Kohle oder XP dafür. Oh, Gott. Oh, Scheiße. Oh, Gott. Oh, Teddy, Alter. Kumpel. My wife. My dad. Oh, fuck, my own fucking brother! Jesus Christ! What else could I do? Let him kill me? Why are you looking at me like that? What the fuck do you want from me? I had no choice!